Ihre Kanufahrt bezahlen Marjun und Enne mit Müll. Heute am World Cleanup Day wird in Kopenhagen Müll gesammelt. Und auch der Kanuverleih macht mit. Er ist nur einer von über 100 Anbietern, die das unterstützen. Initiiert haben die Aktion Enne und Marjun. Ihre NGO Plastic Change engagiert sich in Dänemark und international gegen Plastik. We're producing and using way too much of it. It's very single-use plastic, low-grade, that can't be used for anything. It's basically waste the moment it has been designed, and then it contains a lot of toxic chemicals and additives that are, you know, pollutants that are dangerous for, you know, nature, environment and also for humans. 93 Kilo Müll kommen allein hier zusammen. Das meiste davon ist Plastik. Plastik, das die Böden und Gewässer nicht mehr belastet. Und dennoch, durch Müllsammeln allein wird das Problem nicht gelöst. Trotzdem bewirken Aktionen wie diese etwas, findet Anne. Create that bottom-up awareness and you have people working on this, they suddenly start to question, what is this actually? What is this product? Why do we have so much plastic out here? And then we have to, you know, work from the bottom up, I think, to make, you know, the retailers and industry and the brands, you know, redesign their products. Marjun dokumentiert den gefundenen Müll. Literati heißt die App, die sie dazu verwendet. Sie gibt ein, ob er von Coca-Cola, Carlsberg oder Rittersport stammt. Keine Firma möchte, dass ihre Produkte mit Müll in Verbindung gebracht werden. Doch genau das wird hier offensichtlich. Brand Audit heißt das, ein Druckmittel. That's why Brand Audit, that's a really good way, because you know, you can see what is out there. We're finding your packaging on the street and then we can go to the brands and we can say, look, we found all your packaging out there. What are you going to do about it? Druck zu machen kann eine Strategie sein. Eine andere ist, Firmen zu helfen, ein Stück nachhaltiger zu werden. Und so hat Plastic Change die größte dänische Brauerei davon überzeugt, auf Festivals das Bier nur noch in Mehrwegbechern auszuschenken. 2 Millionen Plastikbechern wurden so innerhalb eines Jahres eingespart. Das ist auch Imagepflege für die Brauerei. We do several things to sort of screen ourselves from being, you know, blamed for greenwashing. So one thing is we have what we call the red lines, and that's sort of a, like a charter that we ask bigger brands to sign. Anne und Marjun von Plastic Change kämpfen weiter gegen Plastik, und zwar an drei Fronten: der Öffentlichkeit, der Industrie und der Politik. So kann keine Partei der anderen die Schuld an der Vermüllung geben, sagen sie. Ändern kann sich nur etwas, wenn alle mitmachen. My wish for the future is that, you know, we, you know, understand that we have to live within the boundaries of, you know, the planet. Obviously, I don't think it's going to happen without some kind of, you know, really hardcore political awakening. We only have so much time available, so I mean, we really have to like do something now. Yeah, but I definitely see that, you know, getting that awareness of, you know, we live here because of the planet is giving us all these things that we can use, but we're using too much of it.